Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in einem neuen Vorgestellt und das ist die Folge Nummer 3 bzw. Vorschau Nummer 3 von Black Skylands. Ja, wir hatten letztes Mal den Bruder, glaube ich, war es, gerettet und den sollen wir jetzt an Land bringen und das machen wir jetzt gleich am Intro. So, dann schauen wir mal. 30 Meter weit sollen wir das bringen. Jetzt müssen wir hier eh öffnen, glaube ich. Jetzt packen wir den uns an. Und jetzt ist er an Land. Jim, der Ingenieur. Aaron, wie bist du da überhaupt reingekommen? Hallo Onkel Jim, die meisten Leute unterschätzen Kisten. Du als Anführer der Ingenieure verstehst das sicher. Überleg doch nur mal, wie viele Leute man in Kisten gleichzeitig befördern könnte. Weißt du, wenn ich groß bin, werden alle Leute so ein. Du bist ein witziges Kerlchen, Aaron. Na schön, dann wollen wir dich mal aus deiner mieslichen Lage befreien. Wir reiben dich mit Motoröl ein, dann springst du raus wie ein Korken. Mach die Augen zu und den Mund. Okay, da ist er. Das ist ein Held. So, und jetzt? Sprich mit Richard. Wo ist Richard? Wo zeigt unser Zeichen hin? Ach, da unten links. Okay, Richard ist hier im Haus. Sprechen wir mit Richard. Richard, der Versorger. Schätzchen, du kommst genau recht. Ich möchte den Anführer der Fraktion meiner Entdeckung präsentieren. Oder möchtest du auch ein wenig rumspazieren, bis alles da sind? Ich bin schon genug herumgelaufen. Ich will noch ein wenig herumlaufen. Nee, ich bin schon genug herumgelaufen. Okay. Elsie, Papa, was hat Onkel Richard mitgebracht? Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Jim, der Ingenieur. Elsie, bleib bei mir. Keine extra Touren mehr. Kommandant Eldon, alles bereit? Du kannst beginnen. Ruth, die Wissenschaftlerin. Endlich. Richard, der Versorger. Meine lieben Freunde, jede Entdeckung erfordert eine lange Suche und viele Opfer, aber dazu sind Versorger bereit. Wir leben für das Morgen. Für den durchschnittlichen Menschen ist das, was ihr gleich sehen werdet, schwer zu begreifen. Bis jetzt habt ihr in Zustand seliger Unwissenheit gelebt, aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, sich davon zu verabschieden. Ha, selig Unwissenheit. Noch seliger wäre ich, die dummen Gesichter der Idioten aus Uznia zu sehen, wenn wir ihnen die neueste große Entdeckung Aspygas präsentieren. Gut, die Wissenschaftlerin, ich interessiere mich mehr für Wissenschaft als für Politik. Dürfen wir das Objekt jetzt untersuchen? Richard, der Versorger, wie ungeduldig, da kommt, willkommen in der Zukunft. Okay. Was ist das? Kein der Jäger, wo hast du dieses Monstrum ausgegraben? Ist es gefährlich? Es ist eine Probe des Schwarms. So habe ich die Spezies benannt, die im ewigen Sturm lebt. Diese Ländereien waren uns lange Zeit verborgen. Aber ich und meine loyalen Versorger konnten in den Sturm vordringen. Wir entdecken ein außergewöhnliches Ökosystem vor und euch seht ihr einen seiner Bewohner. Wir nennen ihn Linga. Sein Aussehen ist furchterregend zugegeben, aber er ist eine friedliche Kreatur und außerdem steht er unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln. Solche Krallen haben nur Raubtiere. Vertraue dem Instinkt eines Jägers. Elsie, bleib hinter mir. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Linga das Gras des ewigen Sturms gefressen hat. Davon habe ich auch Proben mitgebracht. Er ist kein Fleischfresser und er ist nicht aggressiv. Das werden wir sehen. Ich kann es kaum erwarten, bis wir beide mit unserem gemeinsamen Experiment beginnen können. Lass dich mal näher ansehen. Bist du verrückt? Bleib weg von ihm. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Kreatur gefährlich ist. Ah, und komm schon, Onkel Kane, dieses lustige kleine Wesen. Kenne ich Aaron. Stirb, Monster. Tot. 7 Jahre später. Okay. Da wird irgendwer angegriffen. Das ganze Dorf wird zerstört. Wow. Okay. Irgendwo schießt noch einer? Nee, da wird gehauen. Geflickt oder was?
Energieerholung. Nach dem Tod bringt Luma dich zu deinem Schiff, wobei eine Energie verbraucht wird. Lumas Energie wird oberhalb der Gesundheitsanzeige des Spielers angezeigt. Herz, ist die Energie aufgebraucht, bringt Luma dich zu dem Bett, in dem du zuletzt geschlafen hast. Um Lumas Energie aufzuladen, musst du in einem Bett schlafen. Okay, Space gedrückt halten. Okay, und jetzt? Stelle einen Sarg her. Na toll. Eva, ich denke, das ist der letzte Sarg für heute. Kein Ziel, sprich mit Richard. Da ist der Weg kaputt. Komme ich da überhaupt lang? Reparieren kann ich das mit E, aber ich habe kein Material wahrscheinlich. Da brauche ich zwei Altmetall, okay. Nicht genügend Ressourcen. Escape schließen. Wo ist Richard? Da oben ist Richard. Können wir mit Richard sprechen? Ja. Eva, Papa, die Särge sind bereit. Heute haben wir viele Menschen verloren. Eltern, Freunde, Kinder. Seit 7 Jahren haben wir nichts als endlose Finsternis. Aber das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Wir kämpfen weiter für unsere gefallenen Kameraden und für die zukünftigen Generationen Aspyas. Der Himmel ist immer hungrig. Der Himmel ist immer hungrig, sagt Oswald. Eva, der Himmel ist immer hungrig. Die fahren gen Himmel. Okay, Black Skylands. Richard, der Versorger. Langsam werde ich zum Experten für Trauerreden. Ich bin es so leid, Menschen zu verlieren, als hätten wir nicht genug Probleme mit dem Schwarm. Fielen jetzt auch noch Kains Falken verrückt. Bald kommen bessere Zeiten. Ich denke, du solltest dich jetzt ausruhen. Das war ein langer Tag. Wahrscheinlich. Hey, Kains Falken kommen in dieser Richtung geflogen. Sie wollen beenden, was sie begonnen haben. Schnell, versteck die Kinder im Laderaum und dann zu den Waffen. Keine Panik, ich werde den Falken die Stirn bieten. Und jetzt? Mein herzliches Beileid, tut mir leid wegen des Missverständnisses zwischen Kains Falken und den Versorger. Missverstehen Sie, eure Miliz hat die Hauptbitze auf den Vaterschiff abgefeuert, die du gegen den Schwarm einzusetzen geschworen hast. Menschen sind gestorben. Deswegen bin ich gekommen, ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte keine Toten, genau wie du, Richard. Ich bin ein Hüter der Ordnung, kein Mörder. Wir haben gerade ein Dutzend Särge auf die letzte Reise geschickt. Was bist du, wenn du nicht ein Mörder? Ich? Leider lassen mich meine Leutnants manchmal im Stich, bisweilen missachten sie ihre Befehle. Aber ich gelobe den Bewohnern Aspyras, dass ich keine Disziplinlosigkeit mehr zulassen werde. Leutnant Mord, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Mord muss sich entschuldigen, weil er mit dem Schiff der Versorger gespielt hat. Mord verspricht, das nicht mehr zu tun. Guter junger Mord, und damit du dein Versprechen nicht vergisst, warten in Fort Kane 3 Dutzend Peitschenschläge auf dich. Nein, bitte nein. Kane führt ihn ab. Kommen wir zu dir, Richard. Ich weiß von deinen Plänen, zum ewigen Sturm zu reisen, und ich bin hier, um dich davon abzuhalten. Lass es sein. Willst du mit sagen, wir sollten untätig warten, bis uns diese Monster verschlingen? Nicht mit mir. Im Sturm finde ich gewisse etwas, was sich gegen den Schwarm verwenden lässt. Ich muss so schnell wie möglich aufbrechen. Du erinnerst dich nie, Versorger. Du spuckst auf uns und führst dich auf wie ein Held. Aber damit machst du es mir nicht schwerer, die Menschen in Aspyr zu beschützen. Denk daran, Richard. Ich bezahle dich im Auge. Und lieber zerstöre ich das Vaterschiff, als dass ich dich davon segeln lasse. Meine Familie hat dich immer als einen von uns betrachtet, und so denkst du es uns, so dankst du es uns. Du hast mich und meine Kinder zu Geiseln gemacht. Deine Kinder sind in Sicherheit. Ich gehe dir mein Wort, falls Falke. Ich will nicht, dass Eva oder Aaron etwas zustößt. Ich will nur von deinen Fehlern bewahren. Von meinem einen Fehler? Der größte Fehler wäre es, wenn wir uns alle wie verschreckte Tiere in einer Ecke kauen und gegenseitig auffressen würden, während wir auf den Tod warten. Und mit verschreckt meinst du wohl mich, tja? Kein. Was für eine reizende Überraschung. Ich habe dich so früh im Morgen erwartet, wo du schon mal hier bist. Möchtest du mir nicht in Vorbereitung für Evas Geburtstag helfen? Ich kann kaum glauben, dass mein kleines Mädchen schon 11 wird, wie die Zeit vergeht. Lauren, komm zu dir. Deine Tochter ist 18. Ich habe Eva losgeschickt, um nach Aaron zu suchen. Der Bengel hat sich wieder mal durch die Wolken verdrückt.
Bitte, Kane, hilf Eva, wenn sie zu dir kommt. Und komm öfter mal vorbei. Ich trinke jederzeit gerne eine Tasse Tee mit dir. Ich, natürlich, Mrs. Mills. Es wäre mir eine Ehre. Hier, ich hoffe, wir haben einander verstanden. Ich lasse Leutnant Crash hier, nur falls du vergisst, was ich gesagt habe. Stück Story, wa? Und weg fliegt er. Richard, der Versorger. Lauren will Kanes Verruchtheit nicht sehen. Eva, in deiner Mutter ist etwas kaputt gegangen und es will einfach nicht wieder heil werden. Aber es ist nicht für immer. So viele Jahre sind bereits vergangen. Manche Wunden kann die Zeit alleine nicht heilen, meine Tochter. Oh, Eva, was hätte ich's vergessen? Großvater Oswald sucht nach dir. Der alte Mann hofft immer noch, wenigstens einen Familienmitglied beibringen zu können, wie man Feldern baut. Okay. So, wo müssen wir hin? Kein Ziel, sprich mit Oswald. Wo ist Oswald? Wo ist der? Ah, der steht hier neben uns. Großvater, Papa meinte, du wolltest mich sprechen. Oh, meine liebe Enkelin, das wollte ich tatsächlich. Dein Vater war auf der Farm absolut nutzlos. Er ist jedes Mal von zu Hause weggerannt, wenn die Zeit für die Aussaat war. Wir dürfen nicht nur an die Toten denken. Die lebenden Versorger müssen ernährt werden. Und diese Aufgabe fällt nun dir zu, Eva. Ich muss weg. Die Versorger brauchen mich beim Mottennest. Es ist jetzt für alle schwer. Womit haben wir das nur verdient? Schon gut, Großvater. Ich glaube, ich werde es schaffen. Als ich klein war, habe ich gern Kohl gepflückt. Ich lasse dir meine Feldbaubücher da. Damit kannst du dir schnell alles aneignen. Jetzt muss ich aber los. Ich hoffe, wir sehen einander bald wieder. Wo haben wir den Schutt? Von den Feldern. Geht das auch noch weg? Haben wir einen Schutt von einer Baustelle? Habe ich doch gemacht, oder? Hier geht nichts. Ach so, ich muss da drauf. Dann geht's. Alles klar. Man muss mit dem Mauszeiger draufhalten, damit man den Dreck wegmachen kann. Oder den weiß ich was. Geh zur Tafel bei der geräumten Baustelle und errichte einen Garten. Garten. Holz und Stein. Geh zur Tafel bei der geräumten Baustelle und errichte einen Garten. Muss ich das mit E machen? Nein. Space gedrückt halten, bauen. Okay, diesmal mit Space. Auch sehr schön, ne? Okay, kein Ziel. Sehr cool sein im Garten. Okay. Holsam. Space auswählen. E gedrückt halten. Aufzucht. Glaube, so war es richtig, oder? Da kommt eine Motte oder ist es Luma? Eva, Luma, hast du es geschafft? Hast du Aaron gefunden? Du warst ja ewig weg. Ich bin so froh, dich zu sehen. In ihren Beinen hält Luma einen richtigen Gegenstand, an dem eine Notiz haftet. Eva, hier ist Aaron. Ich will nicht zu früh feiern, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, den Schwarm loszuwerden. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Flieg zur Müllsinsel. Es ist wichtig. In der Tafel, die Luna dir gebracht hat, findest du eine Karte, die dir beim Navigieren helfen wird. Danke, Luma. Ach, Aaron, was führst du im Schilde? Ja, gut. Loma kommt jetzt wieder mit. Ja, da kommen irgendwelche Viecher geflogen. Ich habe nur 7 Minuten und 42 Sekunden Zeit, oder wie sehe ich das? Ach so, lange dauert das auf dem Feld da wahrscheinlich. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.